Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robchen an. Dieser hat über Questler geschrieben, welches er mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Questler Erfahrungen – mit Questler Geld verdienen. Was ist eigentlich Questler? Nun, es ist eine Plattform, mit der man einfach im Internet Geld verdienen kann. Es verbindet Angebote, Schnäppchen, Paid-Mails und mehr mit einem attraktiven Cashback-Programm. Ich habe euch heute einen Questler-Erfahrungsbericht zusammengestellt, in dem ich auf die Vorteile und gegebenenfalls Nachteile eingehen werde, sowie auf die Verdienstmöglichkeiten. Zum Abschluss werde ich es kommentieren und bewerten und meine Questler-Erfahrungen einbeziehen. Questler in der Übersicht. Was bieten sie? Das Cashback-Portal gibt es bereits seit 2005 und ist damit eines der älteren. Das Funktionsprinzip ist eigentlich einfach und man kann es auf mehrere Weisen nutzen. Der erste Schritt sieht allerdings immer gleich aus. Man meldet sich an. Sich bei Questler anzumelden ist komplett kostenlos und dauert nicht lange. Man erstellt sich ein schnelles Profil, so wie man es auch bei tausend anderen Portalen kennt. Sofort kann man die ganzen Vorteile nutzen, die sie anbieten. Questler Cashback. In erster Linie handelt es sich um ein Cashback-Programm. Was bedeutet das? Übersetzt heißt es erst einmal Geld zurück und genau darum geht es. Geld zurückbekommen beim Shopping im Internet. Vielleicht kennst du ja Payback, denn im Prinzip ist es auch dort nichts anderes. Beim Einkaufen im Laden wird gefragt, ob man die Payback-Karte hat. Zeigt man diese vor, werden einem Punkte gutgeschrieben. Je nach Laden und Höhe des Einkaufswertes sind das viele oder wenig. Die Punkte kann man nachher eintauschen in Gutscheine oder sogar in Bargeld. So funktioniert es auch bei Questler, mit dem Unterschied, dass man keine Plastikkarte in der Hand hat. Es beläuft sich hier nämlich ausschließlich im Internet, wo über 2000 Partner und Shops mit der Plattform zusammenarbeiten. Das heißt, bei all diesen Online-Läden ist das Cashback-Programm möglich. Einige dieser Partner sind zum Beispiel Lieferando, Corlia von Vodafone, Deutsche Post, Bahn.de, Kongstar, Otto Versand, Coupon, Audible, Lidl Shop, HRS, Mediamarkt, Bonprix, Fressnapf, Deichmann, Schibo, Heine und viele, viele weitere. Man sieht, dass aus jeder Kategorie einige große Namen vertreten sind. Man muss eben nur beachten, dass man vor dem Einkaufen die Seite von Questler aufruft. Dort sucht man den Shop und betritt sie so. Ansonsten bekommt man das Cashback nicht, da der Shop sonst nicht einsehen kann, dass man von Questler gekommen ist. Da man bei 2000 Partnershops schnell die Übersicht verlieren kann, wer überhaupt teilnimmt und wer nicht, gibt es den Questler Bonusfinder. Der Bonusfinder ist eine Applikation für den Browser, die man kostenlos herunterladen kann. Dieser wird angeboten für Google Chrome, Mozilla Firefox und Opera. Sobald man unwissentlich eine Partnerseite aufruft, wird man informiert. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass man nie wieder ein Schnäppchen oder ein gelungenes Cashback-Angebot übersieht oder verpasst. Wie hoch der Cashback ausfällt, ist übrigens immer unterschiedlich. Einige Shops haben feste Summen, wie 1 Euro, 75 Cent oder 12,50 Euro. Andere Shops wiederum geben 5%, 1,5% oder derartiges auf die komplette Einkaufssumme. Teilweise sind es sogar bis zu 100% Cashback möglich. Questler Paid Mails. Bei Paid Mails, also bezahlten E-Mails, öffnet man Werbemails, die mit kleinen Beträgen entlohnt. Das heißt, man bekommt in der Woche mehrere E-Mails, die man lesen soll und wird dafür einfach so belohnt. Wie viele das pauschal sind, ist nie vorhersehbar. Es handelt sich meistens um Centbeträge. Questler Affiliate Programm bzw. Karrieresystem. Freunde werben Freunde. Das ist das Marketing, was für beide Seiten Erfolge bringt. Der eine verdient Geld und der andere spart sich enorme Werbekosten. Über einen persönlichen Link kann man so Leute anwerben. Melden sie sich an, wird man an ihren Questler-Aktivitäten teilhaben. Das heißt, verdient mein Partner Punkte, verdiene auch ich Punkte. Wenn dieser neue Partner ebenfalls jemanden dazu holt, bekommt man auch von diesem noch 3% des Verdienstes. Das Karrieresystem besteht aus 5 Stufen. Frischling, Neuling, Aufsteiger, Insider und Questaholic. Beim Erreichen jeder neuen Stufe gibt es diverse Prämien. Punkte, Geld, Cashback, Boost und mehr. Aufsteigen tut man eben durch Werbung und Aktivität. Questler Auszahlung. Die Auszahlung ist möglich ab einem Betrag von 5 Euro. Das Geld kann man sich entweder auf sein Bankkonto oder auf seinen PayPal-Account überweisen lassen. Die Gebühren werden von der Firma übernommen. Wer möchte, kann auch seinen Verdienst spenden an diverse wohltätige Organisationen über einen Spendenbutton. Mein Questler Test. Ich bin seit sicherlich 6 oder 7 Monaten schon bei Questler angemeldet und verwende es regelmäßig. Angefangen hat es ausschließlich mit dem Cashback-Programm. Da ich zum Beispiel Hundefutter bei Fressnapf bestelle und auch andere der Partnerseiten häufig besuche,
hat es sich für mich auch jetzt schon extrem gelohnt. Bei wiederkehrenden Einkäufen oder Online-Shops, die man gerne und immer wieder aufruft, ist das nämlich ziemlich lohnenswert. Die Paid-Mails mache ich noch gar nicht so lange, da mir das irgendwie entgangen war. Bei Paid-Mails kann man aktiv Geld verdienen, was beim Cashback ja nicht der Fall ist. Dort bekommt man dann einfach ganz normale Mails geschickt, die man öffnen muss. Manchmal sind das am Tag 10 oder mehr oder manchmal weniger. Das ist eine Arbeit, die man sehr gut und lässig nebenher erledigen kann. Wenn ich abends eh am Rechner bin, dann ist das sehr schnell erledigt. Es erfordert wenig Konzentration oder Aufmerksamkeit. Zudem ist es etwas, was wirklich jeder machen kann. Schüler, Studenten, Vollzeit oder Teilzeit. Jeder hat am Tag ein paar Minuten Zeit. Die Vergütung fällt dabei recht gering aus, aber dennoch empfinde ich es als leicht verdientes Geld. Die feste Auszahlung ist immer zuverlässig. Ich verwende PayPal und es ist meistens noch am gleichen Tag da oder an einem Tag danach. Sofern man natürlich die Auszahlung an einem Werktag beantragt. Die wichtigsten Funktionen klappen also hervorragend. Wenn dem nicht so wäre, dann würde sich das Unternehmen keine 12 Jahre halten können. Ich bin super zufrieden mit der Leistung und dem, was sie bieten. Die Auszahlungen sind fix und zuverlässig. Auch der Support machte einen soliden Eindruck, als ich ihn einmal kontaktieren musste. Von meiner Seite aus habe ich damit alles gesagt und ich hoffe, dass ich euch einen detaillierten Einblick geben konnte. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.